Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video für das Silvester 2022-23. Ja, ich habe es wieder getan. Ich habe wieder bei Feuerwerkswelt bestellt, obwohl die Erfahrungen letztes Jahr, ja, sagen wir mal, nicht 100% waren. Aber mich haben einfach Anfang des Jahres im Februar die Angebote so überzeugt, wo ich einfach preislich auch sagen musste, da muss ich jetzt zuschlagen. Man liest ja viel im Forum und wir werden auch mal schauen, ob wirklich alles dabei ist. Wenn ich jetzt nur mal den Packzettel anschaue, ist mal alles abgehakt. Mir wurde auch nicht gesagt, dass irgendwas fehlt. Es scheinen auch viele extra Produkte dabei zu sein hier unten. Da bin ich mal gespannt, ob man da versucht, auch vielleicht irgendwas gut zu machen, dieses und aus den letzten Jahren heraus. Genau, wie ihr schon sehen könnt, wir haben einen verbunden, den gucken wir uns jetzt zusammen an und dann haben wir ein großes Auspackpaket mit ein paar schönen Artikeln. Hoffentlich ist alles dabei und am Ende gibt es sowieso nochmal ein Fazit. Also von der Lieferung her mit Hansa hat das eigentlich sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ich hätte es zwar schon früher Oktober oder November erwartet, es kam jetzt quasi kurz vor Weihnachten, was aber eh nicht schlimm ist, da das alles zu Silvester gezündet werden soll. Wenn man natürlich ein unterjähriges Feuerwerk plant, sind die Lieferzeiten dann doch irgendwie zu lang. Aber bei mir jetzt stellt das kein Problem dar. Daher, es ist jetzt alles rechtzeitig da, es ist alles rechtzeitig da mit dem Rest der Bestellung und kann eben auch mit entsprechend eingeplant werden in die Shows etc. Gut, am Ende sprechen wir uns nochmal wieder und ich würde sagen, wir packen jetzt zusammen aus. So, und hier haben wir den ersten feinen Verbund und zwar haben wir die Pyro Show 200C Valkyrie aus dem Haus Argento Funke. Hier nochmal für einen schmalen Taler von ca. 100 Euro bekommen. Kostet dieser Tage locker mal 120, 125. Ey, eine schöne Batterie, 131 Schuss, gemischte Kaliber, 20, 25, 30 mm. 2 Kilo NOM, also Maximum, hat wechselnde Fächerungen, was das Ganze doch ganz interessant macht. Ja, wir können auch mal reinschauen, ist nicht im Käfig, 1.4G. Haben hier Batterien, schießen zum Teil gerade, zum Teil gefächert. Und ja, gibt es weiter eigentlich nichts so zu sagen, außer, dass man da doch ein bisschen was erwarten kann. Und ich bin da echt drauf gespannt. Genau. Gut, machen wir das wieder zu und dann kommen wir zum Auspackpaket. Machen wir weiter, ihr könnt jetzt nicht so gut reinschauen in das Paket, weil es relativ hoch ist. Aber lass uns das mal aufmachen. Fangen wir klein an. Wir fangen an mit dem Rauchspurgeschwader. Ja, das sind im Prinzip die Smokebirds von Explode, hier aber von Funke nochmal in Rot, Grün, Blau und Violett. Ist echt schön für die Tagestour. Ja, wollte ich einfach auch noch mal testen. Kam letztes Jahr beispielsweise nicht mit. Ja, dann haben wir hier einmal eine kaputte Packung Detonation. Das passt, glaube ich, nicht, weil ich eigentlich die Crackling Beams bestellt hatte. Aber mal schauen, vielleicht tauchen die ja noch auf. Dann haben wir hier ein Leuchtsortiment von Komet. Das Lichterfest. Ja, darf auch einfach für vor 0 Uhr nicht fehlen, solche Geschichten. Und von Komet sind diese Fontänen gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier Rauchbälle von Argento. Die Version in klein. Genau, haben wir zwei Stück. Auch für fürs Tagesfeuerwerk oder für unterm Tag. T1 könnte man auch für unterm Jahr aufheben. Interessanter Artikel. Dann haben wir eine zweite kaputte Packung Detonation. Leider auch nicht die Crackling Beam. Da hat schon mal wieder jemand verkackt. Aber jetzt auch kein Riesenbeinbruch. So, und jetzt sehe ich, hier sind tatsächlich einiges an Gratisartikeln drin. Und zwar haben wir einmal die Zombie 1 von, was war das, Pyro Trade. Die sind ja echt nicht schlecht eigentlich, die Dinger. Und einmal die Zombie 2. Ja, beide gratis quasi. Und ich sehe direkt noch mehr gratis. Und zwar haben wir hier das Crackling Monster von Star Trade. Interessant.
und das Ganze irgendwie auch nochmal. Ah ne, jetzt ist das Crazy Monster. Also nochmal, also auch alle vier Artikel nicht bestellt. Muss alles irgendwie gratis sein. Und wir haben noch eine vierte Gratisbeigabe. Und das ist die hier. Die der Ultra von Nordlichtfeuerwerk, also produziert auch von Funke. Bin ich dann doch schon ein bisschen überrascht, das ist wirklich viel an Gratisbeigaben. Ja, nett. So, und dann haben wir eine wirklich wichtige Batterie für mein 0 Uhr Feuerwerk. Und das ist die Towards Dead End von Funke. Habe ich vor Jahren schon mal gehabt. Aber weil ich mit abbiegenden Kometen das Feuerwerk starte und dann als Übergang zu den Zerlegern, ist die perfekt, weil die kombiniert Zerleger mit abbiegenden Kometen. Und dieser Tanz der Vampire-Effekt mit diesen blauen abbiegenden Kometen macht echt ein schönes Bild. Und ja, das wird eine schöne Sequenz im 0 Uhr Feuerwerk. Und das Ganze haben wir natürlich nicht nur einmal. Das Ganze haben wir zweimal. Und sogar noch ein drittes Mal. Und gab es für einen echt guten Preis, um die 22 Euro. Da verlangen viele andere Shops mindestens 30 für. Deswegen auch dieses Jahr mit eingeplant. Alles klar. So, jetzt haben wir noch zwei Artikel. Ein ist hier die Batterie Corio. Weiß jetzt gar nicht mehr so wirklich, was der Effekt war. Muss ich mir nochmal ein Video anschauen. Kommt aber auch von Nordlicht. Ja, cool. Freue ich mich auch drauf. So, jetzt haben wir noch einen letzten Artikel. Auch seit letztes Jahr ein absoluter Klassiker für mich. Ein kleiner Verbund. Und zwar ist das die Tailgate Fan von Bröckhoff aus der Silent Line. Also ist leise. Hat aber diesen Spring Ballet Effekt hier in verschiedenen Salven geschossen. Macht echt ein schönes Bild und ist gerade für den Beginn eines 0 Uhr Feuerwerks perfekt. Preislich auch gut gewesen. Unter 50 Euro. Gut, ich reihe das nochmal auf und dann sehen wir uns zur Gesamtübersicht und zum Fazit. Ja, willkommen zurück zur Gesamtübersicht. Erstmal muss ich sagen, es ist quasi fast alles da. Ja, das Einzige, was jetzt, es hat nichts gefehlt, aber statt den Detonation waren eigentlich die Crackling Beams bestellt. Kann passieren. Ist jetzt kein Beinbruch. Was echt interessant ist, sind die ganze rechte Seite, ja, von der Ultra, Crackling Monster, Crazy Monster und die Zombies. Das ist komplett Gratisbeigabe. Das ist quasi fast die Hälfte der Bestellung. Das schon, ja, weiß nicht, ob das als Wiedergutmachung gedacht ist. Auf jeden Fall highly appreciated. Der Rest passt. Also hauptsächlich ging es mir um die sehr guten Preise der Valkyrie, der Tailgate-Fan und der Towards Dead End. Ja, bestellt, bekommen. Muss man jetzt mal schauen, ob man in Zukunft weiterhin dort bestellt oder nicht. Bisschen Nervenkitzel ist auf jeden Fall dabei. Aber vielleicht muss jetzt auch erstmal dieser Schwung der ganzen Bestellungen aus den vorherigen Jahren raus und bis das Lager mal wieder richtig leer ist und sortiert ist und dann funktioniert das wahrscheinlich auch besser. Ja, muss man irgendwie auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also ich auf jeden Fall kann mich dieses Jahr nicht beschweren. Wie gesagt, bis auf die Detonations, dafür aber die ganzen Gratisbeigaben, deswegen no bad feelings about that. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch läuft. Zwecks Unboxings, zwecks Lieferungen, vor allem auch von der Feuerwerkswelt. Ist ja ganz trotzdem ganz gut, die Erfahrung hier und da mal auszutauschen. Und ansonsten wünsche ich euch einfach jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Vorsilvesterzeit. Und wir sehen uns im nächsten Unboxing. Das sollte morgen kommen. Ciao, ciao. Macht's gut. And bye.